Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, sonst aus der Forest, mit der lieben Siriko, Mori und Dragomir. Hallo. Hallo. Und ich habe ja außerdem schon ohne Aufnahme einen Bogen gemacht. Ja. Allein aus Versehen. Ich bin am Verdursten, ich bin am Verhungern, ich bin völlig übermüdet und ich habe jetzt mein Rollo runtergemacht. Ja, ich bin auch müde, ich habe Durst, aber Hunger nicht. Aber Durst habe ich wie Sau. So, ich gehe mal schlafen, kommt ihr auch hinterher? Was jetzt so um die Uhrzeit? Ja, weil ich müde bin. Mhm. Mal vorher speichern noch. Oh. Schlafen. Und jetzt werden wir wachen, dann ist es stockdunkel. Ja, ja. Jetzt. Gehen wir wieder schlafen. Geht aber das? Vorher muss ich was essen. Ja, ja, wirst du am nächsten Morgen auch müssen. Okay. Wasser, ich bin immer noch durstig und ich falle nicht tot um. Ja. Oh, heißt das, man kann jetzt so oft schlafen, wie man will? Ja. Oh, geil. Oh, apropos Hunger. Das klingt so aus. Ne? Alter, das klingt super. Ein Dreier-Schnetzeln hier. Alter. So, jetzt geht's mir wenigstens etwas besser. Ich bin durstig. Ich hab Munition erhalten. Ich auch. Man kann die Köfferchen wieder looten. Nein! Oh. Ich habe ein Haar im Auge gehabt, Igitt. Danke, dass du mich wegschubst hier. Hä? Alter, geh weg! Geh doch selber weg! Ich will was zu trinken haben, bitte. Ich auch. Kann man nicht denn einfach hier was trinken? Trinken. Ich habe eine Dose gefunden. Nice, wow. Trink schnell. Und ich habe uns Heidelbeeren gepflanzt. Ja, der Speerwurf ist noch sehr unpräzise. Das heißt, du zielst nach rechts und er schmeißt nach links. Nein, du schmeißt das, also du hast das Viech quasi direkt vor dir. Du schmeißt, wenn du rechts gedrückt hältst die Maustaste, dann kannst du anvisieren. Mhm. Aber wenn du das auf sie zielst, dann triffst du sie nicht, obwohl du genau auf sie drauf zielst. Oh je. Ich treffe sie einfach nicht. Da treffe ich sie besser, wenn ich einfach zuschlage. Aber ich verstehe nicht, warum man den Bauplan nicht einfach gelernt hat, als man das Schildkröten-Ding aufgesammelt hat. Musst du mal gucken, wer hat das aufgesammelt? Ich habe es aufgesammelt. Ich habe schon geguckt, da war nicht so. Auch ein Seil für den Bogen haben. Warte mal. Ups. Ups. Dann Blätter. Ach. Einfach im Wald. Meinte ich so nicht. Bist du da Blätter gefragt oder im Inventar? Ja. Ah. Oh. Okay. Oh, Alter. Ist das unpräzise. Okay, also werfen tue ich halt echt nicht mehr. Eine Fackel? Wie dumm Kelvin einfach läuft. Der muss ja einen richtig krassen Hirnschaden gekriegt haben durch den Absturz jetzt. Weil der ja auch so...
ja, so ein bisschen eingeschränkt wirkt jetzt im Allgemeinen. Ne? Ja, so ein bisschen. Ja, der guckt so komisch, der geht so komisch, der nickt nur noch und du schüttelst den Kopf. Ich kann das gar nicht ausrüsten. Och, Schnurrfleisch. Plane. Schildkrötenpanzer, Schädel. Pack mal den Schildkröten, pack mal den Schildkrötenpanzer bei dir in die Mitte, Sira. Bei mir in die Mitte? Ja, kann man nicht. Ob das geht? Geht nicht. Nö, geht nicht. Ich denke mal, dass man vielleicht die anderen Baupläne alle so nach und nach erst lernt. Ja, aber das kann ja nicht sein. Das Wasserding, das müssen sie uns doch gleich geben. Wie sollen wir denn sonst was trinken? Das ist da nicht so ganz durchdacht. Vielleicht gehen die allerersten Leute gerade gleich in die Höhle da rein oder so. Weiß ja nicht. Ja, das ist trotzdem blöd gemacht dann. Egal. Besorgung. Beziehungsweise gehen sie halt direkt die anderen suchen und kriegen da halt den Loot von denen oder so. Fliegenklatschenfalle, Knochenmacherfalle, Jagdunterschlupfhütte, Anbau. Kannst du mit reingucken? Ja, aber es sieht lustig aus, wie du mit den Daumen immer umblätterst. Warte mal. Wo war das? Oh nein. Oh, nice. Das war's. GZ zum Bogen. Da. Du hast da irgendwie immer so mit dem Daumen. Ja! Sieht witzig aus. Brauch ein Seil. Ganz dringend. Ich glaube, wir brauchen eine Fischreuse. Hast du noch ein Seil einstecken, Chrissy? Nein. Was mache ich da? Okay. Ich versuche mich gerade mit diesem komischen Bausystem auseinanderzusetzen. Ich bin komplett verwirrt. Also ich glaube, ich könnte vielleicht eine Fischreuse irgendwo klatschen, damit wir wenigstens ein bisschen... Wobei ich glaube, da brauchen wir auch Fische für, also diese sichtbaren Fische. Ist das jetzt vergammelt, das Fleisch, weil es so grünlich ist? Kann ich irgendwie einen Stock aufstellen? Wegen dem Vogelhaus meinst du? Ich glaube, da war mal was gewesen, dass es hieß, du kannst auch einfach Sachen hinstellen und es baut sich so nach und nach selbst auf. Warte mal. Hab ich das mal mitbekommen gehabt? Probier mal was. Ja, da. Nee, das ist doch Feuer. Jetzt aber. Boah, ist das kompliziert. Wow. Junge, du stehst im Weg, geh weg. Kann mal einer zu mir kommen mit Stöckern? Moment. Ich brauch nur noch einen. Stöcker. Versuch gerade hier einen. Ich bin da. Da einmal hier in die Fischkreuse noch mal reinstecken. Bitteschön. Okay. Chrissy, komm noch mal her, bitte. Hier sind noch ganz viele Austern, sammeln die mal. Kann man die so essen? Ich gucke erst mal, ob man sie auf den Grill schmeißen kann. Kann man nicht, also kannst du die roh essen. Da ist Fisch, ne? Ja. Das sieht das eklig aus. Ich hab eine Fackel, eine Standfackel gebaut. Cool. Das sieht eklig aus, ne? Ja, wie er die Muschel aus. Wie er die Muschel ist. So. Probier mal was. Ich verheiz gerade unsere Kohle. Ja.
jetzt weg. Da. Was baue ich da gerade? Bin schon wieder müde, weil ich so einen Durst habe wahrscheinlich. Oh ja, das kann sein. Ups. Und du brennst gerade. Oh. Ich würde immer noch gerne wissen, wie man sich so ein Trinkdingens rum baut. Sollst du mal googeln? Oh ja, das mache ich jetzt mal. Ich meine, es ist zwar erst vor kurzem rausgekommen, aber vielleicht gibt es ja schon genug Beschwerden oder Fragen, dass du das herausfinden könnte. Oh, so. Forest. Und jetzt kriegst du gleich das von Normal Forest. Den Kindern Wasser sammeln. Ja. Durststill, Trinkflasche. Wenn ihr die Sachen, die ihr hingestellt habt, wieder wegmachen wollt, müsst ihr nur C drücken. Ah, nice. Was willst du mit C drücken? Wenn du die Sachen, wenn du sie nicht angezündet hast zum Beispiel. Oh, ich bin schon wieder ins Feuer gelatscht. Wenn du sie zurückhaben möchtest, die Sachen, dann drückst du einfach nur C auf das Gebaute. Wie weit muss ich denn hier ins Wasser rein, damit er nicht mehr brennt, Mensch? Der hält da rund um die Abwäsche. Das geht nicht. Im Verlauf des Spiels wirst du die Möglichkeit haben, eine Trinkflasche herzustellen. Ja, ja. Und einen Wassersammler zu bauen. Bis es soweit ist, musst du deinen Durst mit sauberem Wasser aus natürlichen Ressourcen aus Flüssen trinken. Ah, Peter essen, Beeren essen. Kannst du mal gucken, wie man das machen kann? Aus Flüssen trinken? Ja, du musst dich einfach reinstellen und dann ploppt dieses typische Tropfsymbol mit E auf. Dann lass uns da gleich nochmal hochlaufen, wo wir eben waren, weil wir haben alle Tiere Durst. Ja. Ich glaube, man kriegt tatsächlich nicht wirklich Schaden, weil ich habe bisher überhaupt noch keinen Schaden gekriegt. Ich auch nicht. Aber man wird halt sau schnell müde. Moment mal bitte. Ich hab Durst. Okay. Also Mr. Miyagis, ihr zwei, wollt ihr mit? Moment. Aber diesmal laufe ich mit Bogen rum. Nice. Ich habe meinen Stock. Ich habe meine Axt. Nicht. Na, bin sie gerade geschubst. So, da hinten war der Fluss, glaube ich, irgendwo. Komm, wir gehen mal den Weg entlang hier. Mal gucken, wie effektiv jetzt hier mein Bogen ist, ey. Ja, die Feuerbögen waren ja... Was ist das denn? Bögen allgemein war nice. Oh, ich habe eine Schafgabe gefunden. Ich habe die Schafgabe auf dem Weg, mitten auf dem Weg. Was ist denn eine Schafgabe? Eine Pflanze, die gerade auf dem Weg gestanden hat. Die habe ich gerade gegessen, jetzt habe ich ein bisschen... So, da hinten ist der Fluss. Ich sammle gerade ein paar Bärchen ein. Ja, hier sind auch welche. Oh. Ich kann nicht trinken. Oh, so eine Post- und Blaubeeren hätte ich auch gerne. Oh, ja. Oh, mein Durst ist gestillt. So, und jetzt können wir dann gleich mal nach Hause gehen, schlafen und dann gehen wir wieder hier hoch und trinken nochmal, weil wir dann wieder Durst haben. Hier. Jetzt. Wir können runtergucken. Ja, du darfst keine Sachen in der Hand halten. Doch, ich habe eine Axt in der Hand. Ich auch. Ich muss meinen Speer weglegen. Ja, vielleicht ist der Speer, weil du eine Hand... Und vor allem, du kriegst halt kein Damage, weißt du? Nee, weil das frisches Wasser ist. Gut, dann gehen wir erst nochmal zurück. Danke, dass du mich wegschiebst. Oh, guck mal, da ist ein Skelett. Für zwei. Ja, und ein Seil und Stoff. Yes, ich kann mir jetzt meinen Bogen bauen. Ich habe keinen Seil und keinen Stoff gekriegt. Ah, doch, ja, hier da. Auf dem Blindfisch. Ich hab's nicht da gesehen, tut mir leid. Oh. Ich hab man zerschlagen, glaube ich. Warte. Jo, kann man. Gilt aber nicht für mich, wenn du das machst. Ich hab meinen Bogen! Ja! Ivo auch. Wie ging der noch? Zwei Stöcker, ein Seil und ein Klebeband. Yes! Was für einen Pfeil, zwei Stöcker. Das ist aber teuer. Oh krass. Das ist aber nicht ein Pfeil. Dann zwei Pfeile. Ja, aber für einmal Herstellung, meine ich. Ich glaube, ein Stock hat im Original fünf Pfeile gegeben oder so.
Ja, es sind jetzt auch 4 oder 5. Das ist jetzt hier Quatsch. Oh, Stück Stein. Er bricht die Hand in der Mitte durch, das weiß ich nur. Ja. Spinnig. Pfeile. Vier kleine Steine wahrscheinlich, ne? Genau. 2 Pfeile. Ach, 2 Stöcke. 2 davon. Und wo sind die Steine da? Wow. So schnell würde ich auch ganz gerne mal die Pfeile herstellen können. Vor allem vor allem so viele und effiziente Pfeile. Mhm. Ich würde mir wünschen, wirklich, dass man halt nochmal alles auf die Zahlen legen kann. Ja, ja, definitiv. Dass man nicht immer diesen Rucksack rausholen muss. Ich meine, ich finde es cool gemacht, das sieht super cool aus, eine super coole Idee. Aber für die Praxis ist das gerade, wie du sagst, im Kampf, wenn man denn da gerade was aufgesammelt hat auch und so, schwierig. Ja. Sehr schwierig. Ja, Tobi und Gronkh haben das Spiel tatsächlich auch direkt angefangen aufzunehmen. Gestern kam gleich die erste Folge. Das muss ich mir auch unbedingt reinziehen. Aber erst, wenn wir ein bisschen weiter sind. Auch und Curry und Keith-Jura, glaube ich. Jeder, der das irgendwie mal den ersten Teil gespielt hat, der hat auch mal, der fängt also das hier an. Also wenn Gnu und Kisi da spielen, dann muss ich mir das angucken. Oh Gott. So, können wir jetzt bitte zurück? Ich würde gerne schlafen gehen. Ich wollte nur schnell noch Pfeile machen. Da. The Forest. Fahr dann mal los. Moment, ich jetzt gerade mal aus da. Ich muss erst mal gucken, wohin. Kann ich denn aus so einem großen kleine Steine machen? Bestimmt mit der Axt draufhauen vielleicht, wenn die da liegen. Oh, was können wir denn hier machen? Wartet mal. Nee. Ich habe ein Reparaturwerkzeug gebaut. Wie hast du das denn gemacht? Nice. Rad einstecken. Mit einem Stein, einem Seil und einem Stöckchen. Mir hat die Oberlippe gejuckt. Wir gehen jetzt erstmal zurück, gehen schlafen und kommen wir wieder her. Ja. Mir hat die Oberlippe gejuckt. Das sah ja wahrscheinlich jetzt sehr lustig aus in der Kamera. Weiß nicht, ob mir das hier an ist. Ach, macht ihr mit Cam? Ja. Ja. Huch, nice. Baum. Reaktionen sehen. Ja. Also musst du bei Sira nur gucken. Hast du keine? Doch, ich habe eine an, aber du kennst doch meine Emotionen. Chrissy zeigt ja nie irgendwelche Reaktionen. Da passiert das Krasseste in der Welt und Chrissy so... Ich glaube, ich war vorhin, wo wir hier attackiert wurden und so, auch viel zu angespannt, als irgendeine Regung zu zeigen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Du hast halt immer so einen krass angespannten Blick. Du guckst dann immer wie so ein treu-dover Hund in die Kamera geradeaus. So. Ja, weil ich mich halt mega konzentriert muss. Das ist immer sehr süß. Richtig, du siehst ihr richtig dieses... an. So. Und der ist hier weiter am Sammeln wie blöd. So, speichern. Und schlafen. Und dann wieder hoch. Ja, die Nase juckt wieder. Los geht's. Wir schlafen aber direkt nochmal, weil Nacht. Mhm. Gute Nacht. Mhm. Ich habe gerade was getrunken. So, und jetzt was trinken. Ja, und was esse. Meins. Wir müssen dringend jagen, wir brauchen Fleisch. Kann man hier noch essen? Ja, das ist getrocknetes Fleisch. Das ich meine die Austern. Ach so, ja. Ja, das Fleisch hier ist noch nicht getrocknet, deswegen sage ich, wir müssen jetzt noch was grillen, weil das... Die Auster bringt aber so gut wie kein Essen. Ja. Sie ist gerade... Oh, Gewitter! Oh, Gewitter! Und wo, in euch? Guck mal! Ein kleiner Strauch, er wächst und gedeiht. Ich habe auch noch Heidelbeeren. Oh, können wir jetzt wieder looten? Nee, schade. Oh, aber ich... Oh, Leuchtfackeln. Was ist das? Batterien. Nee, Schrotmunition. Oh, Alter, ich hab Schrotmuni. Ich auch. Du bist durstig. Komm, wir gehen was trinken. Schnell. Dann ja, ich hab einfach nach oben und mach den Mund auf. Ah, geht nicht. Dann können wir gleich mal anfangen, uns eine Butze zu bauen. Eine Butze. Ja, so wie im ersten Teil. Ein schönes Häuschen drumherum, einen dicken Zaun. Ja. Am Wasserrand. Wir sind schon ziemlich gut hier bei uns gelandet. Ja. Da sind wir schon perfekt. Oh, da ist was. Oh, das sind weiße Beeren. Die sind giftig. Nee, das sind blaue.
Quest. Ich vermisse die Schildkrötenpanzer-Trinkdinger. Ich auch, aber vielleicht lernen die ja noch. Kommt noch. Ach, das ist der Weg. Ich dachte, das wäre schon der Fluss. Hier. Aber so weit haben wir es ja zum Glück nicht. Watership down, ja. Und ja, Plus, genau. So weit haben wir es ja nicht zum Trinken, Gott sei Dank. Wäre cool, wenn man jetzt schon, wenn man jetzt sowas, was ich, mein Trinkschluck und dann so, ja, jetzt habe ich gelernt, okay, daraus kann ich mir jetzt was zu so eine Trinkflasche halt bauen. Halt doch mal den Schildkrötenpanzer rein, vielleicht funktioniert's ja. Warte. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Wo? Keine Ahnung, aber ich habe ihn gehört. Ja, nicht nur du. Nee, der nutzt den nicht. Alter, war das laut. Ja. Ich hab voll aufgeschrien. Ich möchte gerne wieder zurück. Ich hab voll aufgeschrien. Mein Bogen. Da. Mein Bogen. So. Zacki, zacki. Let's go zurück. Ja, bitte. Schnell. Chanel. Chanel. Chanel Number One. Was? Ja. Chanel Nummer 3. 3, 4, 5, was auch immer. I do knuff this very well. Chanel Number 5. Da, 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 da. Das kann ich auch irgendwo her. Was? Das da, 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 da. Chihuahua. Genau. Oh, Chihuahua. Ja, genau. Am Kopf hatte ich eigentlich Mambo Number 5, aber ich habe dann Chihuahua draus gemacht. Ja. Ich wollte schon sagen, das war doch gar nicht Mambo Number 5. Ich finde diese Tropfen auf meinem Bildschirm lustig. Ja. Die da so runter. Oh, guck mal, die Tropfen. Ja, weißt du, gewöhnlich hat man ja Tropfen auf den Augen, ne? Ja, ja. Ist normal. Aber es ist vorher ausgeht, war klar gewesen. Ja. Das war Feuer gewesen. Ist auf. Keine Möpfen. Scheiße. Kein Fleisch. Keine Möpfen. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten. Jetzt mal, ich baue direkt hier jetzt mal das Haus drauf. Ja, nee, hier. Da hinten vorne, meinst du? Ja, genau hier. Ja gut, hier da ist mehr Platz, ne? Hier ist mehr Platz, hier ist es eben. Und hier können wir nach hinten raus, können wir das hier. Da die Hallo? Bäume, ja, die Baumkletterer da sind, ach, da. Ich dachte, ich ja. Weil aber die hier nach hinten raus da sind, ist dann das Wasser, da können die da nicht viel machen. So, jetzt hier mit dem Rücken zum Meer quasi. Und dann bauen wir wieder Wände nachher. Genau. Also Zäune. Chihuahua. Oh, man kann auch gar keine Wände. Mach gar keine Wände machen. Schade. Doch, doch. Natürlich kannst du. Wände? Hast du das Buch gerade in der linken oder rechten Hand? In der linken. Dann drück mal, halt mal X gedrückt. Und dann? Und dann drückst und dann kannst du da selbst die Dinge erstellen. Soweit. Ja, du hast da so Anleitungen. Unten auf Dinge. Ja, aber wie kann ich das erstellen? Oh, aber mit Kaltwäschchen, ey. Ja, ist es. Ich kann es mir angucken, aber ich kann es ja nicht erstellen. Du musst die Baumstämme hinlegen. Ah. Und dann musst du damit irgendwie arbeiten. Ah, dann hast du einen Boden. Verstehe. Lass mich mal hoch. Mach du mal da das Haus und ich geh mal probieren. Okay. Wo ist meine Axt? Ich brauche Baumstämme. Oder soll ich das Fertighaus lieber hinsetzen? Ja, ich würde erstmal das Fertighaus und dann mache ich jetzt gleich mal guck ich erstmal, dass ich da vielleicht einen Zaun setze. Und da können wir ja einen großen Verteidigungswall machen. Und können dann ja innen drin immer noch verändern. Ja. Ich hol schon mal Baumstämme. So. Grundriss ist gesetzt. Sehr schief, aber ja. Oh, naja, egal. Hauptsache. Mega schief. Sira, das geht gar nicht. Komm, nee. Dann setz du halt. Nee, ich bin jetzt beschäftigt. Ich hab Pech gehabt. Geh mal, liegen bleiben, Alter! Geh mal Holz hacken. Ich kann nicht. Ich kann die nicht hacken, die rollen weg. Das war anstrengend. Gib mir meine Hacke. Fahr mal eben hier im Baumstammlager vielleicht hin.
kann dir nicht mehr aufheben. Doch, C drücken. Wenn du ihn platzierst, so. Du musst mit G schmeißt du ihn weg und mit Maustaste platzierst du ihn. So baut man die Häuser. Das ist ein bisschen komplizierter, ja. Ja. Hui! Ach, das ist die halben. Okay. Oh, jetzt habe ich meine Axt schon wieder nicht in der Hand. Ich gehe mal umfangen. It's raining men. Hallo Julia. It's a raining man. Der sitzt da und tut nichts. Geh mal Holz machen. Wie kann ich denn... Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Was denn? Nimm Beseitigung, mach Pause, Plakier, baue, hol. Hol Stämme. Stämme. Und mir geben. Ich glaube, der Blut ist tatsächlich mittlerweile ein bisschen gestreckt. Mittlerweile? Ja, durch den Abschluss. Ja. Oh, man kann jetzt auch gedrückt halten. Ah. Oh. Nice, das cool gemacht. Junge, ich würde nicht direkt vor dem Baum stehen, wenn du nicht einen auf die Fresse haben willst. Mich? Nein, ich meine Kelvin. Der sich Nein, gerade hier. Nicht. Der sich hier gerade vor den Baum gestellt hat, den ich gerade am Fällen war. Hm. Wie macht man denn eigentlich Bretter? Ich denke mal, Baumstamm hinlegen und drauf einschlagen oder so. Hätte gerne einen Wagen, um die Dinger zu transportieren. Ja, so ein Baumstammschlitten. Ja, haben wir aber noch nicht. Au! Ich habe mir die Baumstämme entgegengeschleudert. Oh, schmeißt du die eigentlich hier hin, anstatt sie einfach einzusetzen? Weil Spaß macht. Oh, kann man Kelvin nicht einspannen, dass der das macht? Und wir legen die Dinge einfach hin. Nee, er legt uns die hin und wir bauen rein. Geht das auch? Das. Timber! Er ist voll dumm, er holt immer nur einen Stamm. Wir können auch nur einen Stamm tragen. Nein, nein, können wir nicht. Wir können zwei tragen. Ich hab's versucht, aber wie gar nicht. Ja, du musst auch nicht E gedrückt halten, sondern einmal nur E drücken. Ja, hab ich gemacht. Bei mir ja, mach das nochmal vernünftig. Ich spucke beim Reden. Hui. Wir sind hier fett beschäftigt jetzt. Und Kelvin steht darum hat gar nichts. Ja, weil der gerade, glaube ich, mir so nachläuft oder so. Ich gebe ihm mal einen Auftrag. Ach, das erinnert mich noch an die Anfangszeiten von Forest 1. Ja. Kelvin, warum stehst du rum, machst nichts? Was ist los, Junge? Zwischendurch mal Ausschau halten, ob neue Schildkröten hier irgendwo rumkrebeln. Das Bausystem ist viel cooler als vorher. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, komm, geh auch, Junge. Der steht nur rum, macht gar nichts. Ja, vielleicht braucht er kurz eine Pause. Gib keine Pause. Ich will eine Ackerpause machen. Patint. Pause machen kann man, wenn man tot ist. Hackst du gerade Holz hier? Ja. Gut, dann bist du also blau. Oder bist du grün? Ihr hackt beide Holz. Nein, oh, das ist gerade echt blau. Ich springe gerade. Sira springt gerade. Ah, du bist blau, alles klar. Ich springe gerade. Sira springt gerade. Deine Stimme kenne ich auch nicht. Hui.
Alter, hast du mich erschreckt. Wie ist denn der gerade weggeflogen? Problem ist, dass Kelvin natürlich mir die Stämme geben und ich bin hier vorne, bin da hinten. Kelvin, ey. Wow, er ist gerade über den Koffer gesprungen, so ganz elegant. Ach, da hinten liegen auch noch Stämme. Komm, Kelvin, nein, bring mir ein Stück Holz. Das sind die zerhackten. Ach so, da hinten meinst du, ja. Das sind die Hackfleischhaste Hacker. Werf euch mal hier die Stämme entgegen, so auf halbem Weg. Danke. Danke schön. Ich mag dieses Rumwerfen. Das ist cool, ja. Der Kelvin, Alter. Wie er läuft, ne? Oh mein Gott, nein! Was denn? Ich hab Kelvin getötet. Er steht aber wieder auf. Ich hab gegen einen Baumstamm gegen geschleudert. Du bist echt ein Monster, weißt du das? Erst tötest du Chrissy, dann tötest du Kelvin. Das war nicht. Er ist mir in den Stamm gelaufen. Ja, ja. Du hast ja auch E drücken wollen und bist ganz aus Versehen auf die Maustaste gekommen. Ich hab, ne? Hallo, du. Das war keine Absicht. Mensch. Weil das ist ja auch so dicht beieinander, das E und die Maus. Ja, ja, klar. Naja, es ist im Grunde eigentlich nur ein Klick entfernt, so gesehen. Mhm. Red dich nur weiter raus. Ja, auf, weiter! Raus. Ich brauche noch ein paar Baumstämme, Junge. Hast du gerade den armen Kelvin seinen Baumstamm weggenommen? Ja, der hat ihn mir vor die Füße geschmissen. Vielleicht irgendwie. Die Sache mit den Brettern habe ich nicht so ganz verstanden bis jetzt. Mit den was? Mit den Brettern. Mit den Brettern. Oh, sie meinen jetzt so die Baumstammhälften. Als Bretter. Ich wurde von meinem Baum erschlagen, ich bin tot. Was? Mädchen, was machst denn du für Sache? Wo komme ich denn jetzt raus? Beim Dorf, wollen wir wetten. Ich wollte dich gerade aufsammeln. Du wolltest mich aufsammeln? Ja, ja, sie wollte dich wiederholen. Du hast dich spawnen. Oh. Selber schon. Naja, egal. Ich guck. Ich bin unter Wasser. Oh, fuck. Ich bin ganz tief unter Wasser. Hallo? Ja, ich sehe schon, du bist ganz woanders. Komm ich hier auch wieder hoch? Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Ich weiß nicht, ob ich gerade nach oben komme. Ganz merkwürdig. Ich habe, glaube ich, auch keine Ertrinkleiste oder Sauerstoffleiste. Hä? Ich kann nichts machen. Nö, das hatte ich eben auch. Du musst das Spiel verlassen, aber du bist der Horst. Das ist ein bisschen doof. Yep. Ja. Ich gehe mal speichern. Yep. Ich habe eh schon wieder 35 Minuten. Ah ja, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Wir gucken, dass wir wieder irgendwie zusammenfinden. Erstmal speichern. Wir können ja gleich mal testen, ob das gespeichert oder noch. So, ich kann.
Oha, ich war unter Wasser angebunden. Ach was. Ja. Nice. Oh krass. Die haben deine Leiche aber ganz schön weit verschleppt. Ich dachte schon, okay, ich komme hier nicht hoch, aber ich habe dann gerade mal nach unten geguckt und dann habe ich gesehen, dass ich so ein Messersymbol habe. Und dann konnte ich mich losschneiden. Und da unter Wasser ist eine ganze Menge Skelette und so. Also ganz, ganz, ganz komisch. Ich bin wieder da. Hey, dann speichern wir eben mal hier. Wo ist mein Beutel da hinten? Ich hole eben noch meinen Beutel. Okay. Mhm. Aber das finde ich halt auch interessant, dass du solche Respawn-Dinger hast. Vor allem da hinten war ich gar nicht. Wie kommt da mein Rucksack hin? Angespemmt? Oh, das kann sein, ja. Das kann sein. So, jetzt können wir. Gut. Also dann, ne, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr habt Spaß. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.